Halo, guten tag, dobar dan i dobrodošli u novu video lekciju. U ovoj video lekciji pokušat ćemo opet sa rešavanjem onog starog problema, a to je sve razumem, ali ne znam da kažem. Dakle, da ne bismo stalno ponavljali jednu tu istu rečenicu, hajde da je malo po malo rešavamo taj problem. Dakle, kako ćemo početi da ga rešavamo? Tako što ćete imati zadatak da na jednu reč, znači od jedne reči koja vam je zadata, napravite rečenicu. Naravno, u početku će te rečenice biti jednostavne, proste, kratke rečenice, ali ne brinite, toku vremena će se one produžavati i postajeće sve lepše. Tako, u svojoj ovoj gunguli i žurbi oko novogodišnjih i božićnih praznika imate malo vremena za učenje. Ovo je pravi trenutak. Krećemo sa rešavanjem nekih od naših problema vezanih za nemački jezik. Zamislite da ste sada na nekom testu i profesor kaže: izvolite, vaša reč je Die Zeitung, novine. Die Zeitung, stavite mi tu reč u rečenicu. Šta bi vam prvo palo na pamet? Naravno, čitam novine, kupujem novine, tako. Dakle, to ćemo vežbati danas. Die Zeitung, kaufst du Zeitung jeden Tag? Da li kupuješ novine svaki dan? Kaufst du Zeitung jeden Tag? Nein, ich kaufe keine Zeitung. Ja ne kupujem novine. Ich kaufe keine Zeitung. Aber mein Vater kauft Zeitung jeden Tag. Ali moj otac kupuje novine svakog jutra. Aber mein Vater kauft Zeitung jeden Tag. Und er liest Zeitung. Er liest Zeitung. On čita novine. Liest du auch Zeitung? Liest du auch Zeitung? Nein. Ich habe dir gesagt. Rekao sam ti. Ich kaufe keine Zeitung und ich lese keine Zeitung. Ne kupujem i ne čitam. Ich kaufe keine Zeitung und ich lese keine Zeitung. Ich lese nur Bücher. Čitam samo knjige. Ich lese nur Bücher, aber mein Vater liest Zeitung. Mein Vater liest Zeitung. Und mögen, sviđa ti se, magst du die Zeitung lesen? Da li voliš da čitaš novine? Magst du die Zeitung lesen? Aber ich habe dir gesagt, rekao sam ti, ich mag nicht die Zeitung lesen. Ich mag Bücher lesen. Ne volim novine da čitam, volim da čitam knjige. Ich mag nicht die Zeitung lesen. Ich mag Bücher lesen. Und was magst du lesen? Šta ti voliš da čitaš? Was magst du lesen? Magst du Bücher oder magst du Zeitung lesen? Und mein Vater mag Zeitung lesen und mein Vater liest eine Zeitung jeden Morgen. Svakog jutra. Dan. Der Tag. Guten Tag. Dobar dan. Es ist ein schöner Tag. Lep je dan. Es ist ein schöner Tag. Und welcher Tag ist heute? Koji je danas dan? Welcher Tag ist heute? Heute ist Montag. Oder ich weiß nicht. Ich weiß nicht, welcher Tag heute ist. Ne znam koji je dan danas. Ich weiß nicht, welcher Tag heute ist. Aber es ist ein schöner Tag. Ali je lep dan. Es ist ein schöner Tag. Es ist kein hässlicher Tag. Nije ružan. Es ist kein hässlicher Tag. Und zum Beispiel ist das Buch schön oder hässlich? Ist dieses Buch schön oder hässlich? Nein, das Buch ist nicht hässlich. Das Buch ist schön und ich mag dieses Buch lesen. Volim da čitam ovu knjigu. Ich mag dieses Buch lesen. Ich mag nicht die Zeitung lesen. Ich mag nur Bücher lesen. Und ich lese jeden Tag. Ich lese jeden Tag. Čitam svaki dan. Und du, liest du jeden Tag? Da li ti čitaš svaki dan? Liest du jeden Tag? Und ist heute ein schöner Tag? Da li je danas lep dan?
ist heute ein schöner Tag oder ist heute ein hässlicher Tag? Der Sohn und die Tochter. Dakle, ich habe einen Sohn und ich habe eine Tochter. Einen Sohn und eine Tochter. Und hast du Kinder? Dali ti imaš dece? Hast du einen Sohn oder hast du eine Tochter? Wie heißt dein Sohn? Kako se zove tvoj sin? Wie heißt dein Sohn und wie heißt deine Tochter? I kako se zove tvoja ćerka? Wie heißt deine Tochter? Ist deine Tochter schön oder hässlich? Da li je tvoja ćerka lepa ili ružna? Ist deine Tochter schön oder hässlich? Und liest deine Tochter jeden Tag? Da li tvoja ćerka čita svaki dan? Liest deine Tochter jeden Tag? Liest deine Tochter die Zeitung? Da li ona čita novine? Ili mag deine Tochter die Zeitung lesen? Da li ona voli da čita novine? Mag sie die Zeitung lesen? Onda mag sie Bücher lesen? Ili voli da čita knjige? Und liest sie jeden Tag? Da li čita svaki dan? Und ist sie schön? Da li je lepa? Ist sie schön oder ist sie hässlich? Sie ist natürlich sehr schön. Ona je veoma lepa. Meine Tochter ist sehr schön und mein Sohn auch. Und wie geht es Ihnen? Kako ste? Wie geht es Ihnen? Oder wie geht es dir? Kako si? Wie geht es dir? Es geht mir gut. Heute geht es mir wirklich gut. Danas sam veoma dobro. Heute geht es mir wirklich gut. Und dir? A ti? Ili und Ihnen? Allein. Sam. Wohnst du allein? Živiš li sam? Studirst du allein? Oder lernst du Deutsch allein? Da li učiš sam? Lernst du Deutsch allein oder lernst du Deutsch mit deinem Freund oder mit deiner Freundin? Sa prijateljem ili sa prijateljicom? Lernst du allein? Učiš li sam? Ich lerne manchmal allein. Ponekad učim sam. Aber ich wohne nicht allein. Ali ne živim sam. Ich wohne nicht allein. Ich wohne mit meinem Sohn und ich wohne mit meiner Tochter. Ich wohne nicht allein. Und wer wohnt allein? Ko živi sam? Zum Beispiel, wohnt dein Nachbar allein? Ali tvoj komšija živi sam? Wohnt dein Nachbar allein? Ja, er wohnt allein. On živi sam. Ili er lebt allein. Und hört er Musik manchmal? Da li ponekad sluša muziku? Hört dein Nachbar Musik? Ja, mein Nachbar lebt allein und er hört Musik jeden Tag. Sluša muziku svaki dan. Er hört Musik jeden Tag. Und er wohnt allein. Ich wohne nicht allein und ich höre Musik nicht so oft. Ne slušam tako često. Ich höre Musik nicht so oft. Ich höre Musik in meinem Wagen oder im Auto. Slušam muziku u auto. Ich höre Musik im Auto. Klingen, zvučati. Klingt das gut? Da li to zvuči dobro? Ja, das klingt wirklich gut. Das klingt echt gut. To zvuči veoma dobro. Traurig, tužan. Warum ist dein Nachbar traurig? Zašto je tvoj komšija tužan? Warum ist dein Nachbar traurig? Er ist traurig, weil er allein wohnt. Tužan je jer živi sam. Er ist traurig, weil er allein wohnt. Und bist du traurig? Da li si ti tužan? Bist du traurig? Nein, ich bin nicht traurig. Ich bin glücklich. Ich bin froh. Vesel sam. Ich höre Musik. Und wenn ich Musik höre, bin ich nicht traurig. Kad slušam muziku, nisam tužan. Ili wenn mein Nachbar Musik hört, ist er nicht traurig. Kad moj komšija sluša muziku, on nije tužan. Wenn er Musik hört, ist er nicht traurig. Und kennst du dieses Lied?
Poznaješ li ovu pesmu, znaš li ovu pesmu, Kennst du dieses Lied? Ist dieses Lied bekannt? Da li je ova pesma poznata? Ist dieses Lied bekannt? Ich kenne nicht dieses Lied. Ne znam ovu pesmu. Ich kenne nicht dieses Lied. Und magst du dieses Lied? Da li ti se dopada? Mögen. Magst du dieses Lied? Ja, ich mag es. Dopada mi se. Ich mag es. Ili es gefällt mir. Dopada se. Ili ich mag es. Aber mein Nachbar mag es nicht. Moj komšija ne voli ovu pesmu. Mein Nachbar mag dieses Lied nicht. Er sagt, dass dieses Lied nicht gut ist. On kaže da pesma nije dobra. Er sagt, dass dieses Lied schlecht ist. Kaže da je loša. Er sagt, dass dieses Lied schlecht ist. Aber ich höre, ili ich habe dieses Lied im Restaurant gehört. Čuo sam ovu pesmu u restoranu. Ich habe dieses Lied im Restaurant gehört. Und gehst du oft ins Restaurant? Da li često ideš u restoran? Gehst du oft ins Restaurant? Nein, ich gehe nicht so oft ins Restaurant. Aber mein Nachbarn geht jeden Tag ins Restaurant. Mein Nachbarn geht jeden Tag ins Restaurant. Mein Nachbarn wohnt allein und mein Nachbarn mag nicht kochen. On ne voli da kuva. On živi sam i ne voli da kuva. Er wohnt allein und er mag nicht kochen. Und er geht ins Restaurant jeden Tag. Er geht ins Restaurant, weil er im Restaurant isst. Jer on jede u restoran. Er geht ins Restaurant, weil er im Restaurant isst. Ich esse nicht im Restaurant, ich esse zu Hause, aber mein Nachbarn isst im Restaurant. Und ist das Restaurant schön oder hässlich? Das Restaurant ist sehr schön. Es ist nicht hässlich. Das Restaurant ist schön und mein Nachbarn geht dort jeden Tag. Und ich gehe tamo svaki dan. Okay, traurig, Lied, Restaurant. Šta možemo dalje da pričamo? Der Wein, die Flasche, das Bier. Dakle, was trinkt dein Nachbar im Restaurant? Šta on pije u restoranu? Was trinkt er? Er trinkt Wein. Normalerweise trinkt er Wein im Restaurant. Obično pije vin u restoranu. Normalerweise trinkt er Wein, aber manchmal trinkt er auch Bier. Ali ponekad pije pivo. Manchmal trinkt er auch Bier im Restaurant. Er mag Wein trinken, aber er mag auch Bier trinken. Vuole da pije vino, ali vuole da pije i pivo. Er mag Wein und Bier trinken und er trinkt im Restaurant. Er trinkt nicht zu Hause und er isst nicht zu Hause in der Küche. Er trinkt und isst im Restaurant. Ich trinke und ich esse zu Hause, aber er trinkt und isst im Restaurant. Und er auch hört Musik im Restaurant. Ich höre Musik im Restaurant. Wann geht er ins Restaurant? Kad ide u restoran? Wann geht er ins Restaurant? Ich habe dir gesagt, dass er jeden Tag ins Restaurant geht. Rekao sam ti, ide svaki dan. Ich habe dir gesagt, dass er jeden Tag ins Restaurant geht. Und wann geht er? Geht er ins Restaurant morgens oder abends, nachmittags, vormittags, morgens, ujutru, vormittags, prepodne, nachmittags, popodne, mittags, upodne? Wann geht er dort? Er geht dort morgens und er geht ins Restaurant auch abends. Ide ujutru i uveče. Und geht er ins Restaurant jetzt? Da li sad ide u restoran? Nein, er geht nicht jetzt ins Restaurant. Jetzt geht er zur Uni. Sada ide na fakultet. Jetzt geht er zur Universität, zur Uni. Er ist Student. On je student. Und jetzt geht er zur Uni.
Und wo wohnt er? Er wohnt im Erdgeschoss. On živi u prizemlju. Er wohnt im Erdgeschoss und ich wohne im ersten Stock, na prvom spratu. Ich wohne im ersten Stock und mein Nachbarn wohnt im Erdgeschoss. Und wohin geht er jetzt? Wohin geht er jetzt? Gde ide sada? Jetzt geht er zur Uni. Und wo ist er jetzt? A gde on sada? Jetzt ist er, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo mein Nachbarn jetzt ist. Ja, ne znam gde je moj komšija sada. Ich weiß nicht, wo er ist. Vielleicht ist er im Restaurant oder ist er im Park oder ist er im Kino. Wo kann er sein? Gde može biti? Wo kann er sein? Er kann im Kino sein, im Restaurant, in der Schule, in Skoli. Er kann im Supermarkt sein. Er kauft Lebensmittel. Er kauft ein. Okay, du Shopping. Er kauft ein. Er kauft im Supermarkt ein. Und dann bezahlt er. Ah, und da plaća. Bezahlen, platiti. Ich kaufe auch im Supermarkt ein und mein Nachbar kauft im Supermarkt ein und ich bezahle und er bezahlt. Ja, plaća mi, on plaća. Also, vraćam se na početak. Pa ću da kažem da ich lese keine Zeitung, aber mein Vater liest Zeitung. Mein Vater mag die Zeitung lesen, ich mag nicht die Zeitung lesen, ich mag Bücher lesen. Und mein Vater liest eine Zeitung jeden Tag und ich lese Bücher jeden Tag. Und heute ist es ein schöner Tag, heute ist es nicht ein hässlicher Tag. Und mein Sohn ist schön und meine Tochter ist auch schön. Sie sind nicht hässlich. Und ich habe einen Sohn und ich habe eine Tochter. Und wie geht es dir? Wie geht es Ihnen? Es geht mir gut, es geht mir schlecht. Wo wohnt allein? Mein Nachbarn wohnt allein. Ich wohne nicht allein, aber mein Nachbarn wohnt allein. Und was macht er? Er hört Musik. Er hört Musik jeden Tag, weil er allein wohnt. Ich höre nicht so oft Musik, ich höre im Auto Musik. Und warum ist dein Nachbarn traurig? Er ist traurig, weil er allein wohnt. Ich bin nicht traurig, ich bin glücklich. Und gefällt dir das Lied? Ja, das Lied gefällt mir. Das ist ein bekanntes Lied. Das ist ein gutes Lied. Und wo hörst du Musik? Ich höre Musik manchmal im Restaurant. Und ich esse manchmal im Restaurant. Aber mein Nachbar ist jeden Tag im Restaurant. Er geht ins Restaurant und er isst im Restaurant. Und er trinkt auch dort. Er trinkt Wein oder Bier. Manchmal trinkt er Wein, manchmal trinkt er Bier. Er macht Wein und Bier trinken. Und wann geht er ins Restaurant? Er geht jeden Tag ins Restaurant. Er geht morgens und abends ins Restaurant. Und wo ist dein Nachbarn jetzt? Wo ist er jetzt? Ich weiß nicht, wo mein Nachbarn jetzt ist. Vielleicht ist er im Supermarkt. Vielleicht kauft er Lebensmittel. Vielleicht ist er in der Schule. Und vielleicht ist er zu Hause. Ich weiß nicht, wo mein Nachbarn ist. Und wo bist du? Bist du im Supermarkt? Oder bist du zu Hause? Kannst du mir sagen, wo du bist? Kannst du mir sagen oder möchtest du mir sagen, wo du bist? Eto, vidite, nije teško. Dakle, probajte i sami, ovakva vežba je odlična. Ovo su naravno bile najjednostavnije reči, početni jedan, ali polako, pa ćemo doći i do narednih nivoa.